Bisher bei The Evil Within. Der eine ist clever. Runter mit dir! Na komm schon, Bitch! Nein! Verdammter! Und so geht es weiter. Und damit willkommen zurück zu The Evil Within. Es ist noch hell draußen. Völlig ungewohnt. Ich spiele sonst immer im Dunkeln. Weiter geht's. So. Das ist ja mal ein Fleischwolf. Wie man ihn gern hat. Toll. Was gibt's hier? Wo sind wir? Was tun wir? Das ist ja mal nichts. Was ist das? Munition, supi und eine Spritze. Nehmen. Nee, eine Flasche will ich nicht nehmen. Dieser Hebel scheint mir von Bedeutung zu sein. Ich kann ihn nicht benutzen. Ich kann ihn benutzen, denn irgendwas passiert dann und ich will das jetzt noch nicht haben. Nicht jetzt. Nicht zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Vielleicht später, da läuft jemand. Huiuiui. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, eine Flasche. Ich werde dich erdolchen, Freund. Ich werde dich langsam von hinten nehmen und dich töten. Das war's. Das war so wunderschön. Das war einfach mal das Beste, was passieren konnte. Oh Gott. Wo sind wir hier? Lady! Was ist los? Die lebt ja noch. Wieso piept denn das Ding jetzt nicht? Oh! Lass mich in Ruhe! Dreck. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh, du lebst noch. Ich habe zu viel Leben verloren. Oh, Scheiße. Du. Kommt schon. Kommt schon, Leute. Hat gereicht, hä? Warte. Nee, warte, erst den hier. Perfekt. Und jetzt, du hier, dreh dich mal um, Freund. Staring Contest, ich weiß ja nicht. Jo, jetzt kommt er. Oh. Oh gut. Das war gut. Ne, das war nicht gut. Bäh. Ein Schuss noch. Verdammter Scheißhaufen. Komm her jetzt. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Gut, das hat gesessen. Überall ist Blut. Ich liebe Blut. Ne. Das geriet so ein bisschen außer Kontrolle. So ein bisschen. Ich weiß nicht wieso. Höchstwahrscheinlich wegen dieser Lady. Die hat mich halt gesehen. Der war schon tot. Verschwendung von Streichhölzern. Oh Mist. Und überall sind Bomben. Ich habe heute besonderes Glück mit kritischen Treffern. Finde ich gut. Ich will diesen Scheißkörper nicht. Ich will hier. Auf die Kisten hauen. Gut gemacht. Gut gemacht. Du bist so toll. Was ist das da hinten? Wir müssen es einsammeln. Es ist überlebenswichtig. Ich glaube, hier ist sonst niemand mehr. Wir haben genug Kältebolzen. Wir haben genug von allem. Was ist das? Hä? Das ist doch irgendwas von Bedeutung. Flaschen und ein bisschen was hier. Im Glas. Leckere Marmelade. So, da hätten wir eh nicht durchgehen können. Denn Falle, Falle, überall Fallen. Fallen. Nicht gerade geil. Müssen wir aufpassen. Was ist denn hier los? Ich habe kaum mehr Munition. Aber Streichhölzer, warte mal. Wohltuende, wunderschöne Spritze. Okay. Was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Raum? Licht an und wir laufen. Wir laufen geschwind in diese Richtung. Das ist doch einfach nur ernüchternd. Ich will mal was Richtiges haben. Wie wär's denn? Kann man das aufmachen hier? Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Was leuchtet denn hier so komisch? Okay.
Okay. Okay. Mhm. Ja. Ich verstehe. Ich verstehe schon. Ich sehe nichts. Warum ist denn das hier so dunkel? Hm? Wieso gibt's hier kein Licht? Niemand zu sehen. Niemand auch nur irgendwo ansatzweise zu sehen. Da hinten vielleicht, hm? Hm. Ich brauche mehr Munition. Und ich brauche vor allen Dingen mehr Licht. Da können wir durchschleichen. Das hört sich gut an. Gut gemacht. Gut gemacht. Was ist das? Eine Flasche? Was ist denn das hier? Was kann ich nehmen? Hm? Was kann ich nehmen? Da war doch gerade dieses Nebenzeichen. Benutzen. Das wollte ich. Das wollte ich. Schön. Schön laut jetzt. Richtig toll. Bitte, kommt doch alle raus aus eurem Loch. Und besucht mich. Okay, wir brauchen kein Licht mehr. Das kannst du wissen. Oh, scheiße. Kommt ihr her? Kommt mal her, Leute. Jetzt kommen die... Natürlich. Na gut, die kann man nicht einfach so verbrennen. Die ist hartnäckig gewesen. Hm. Was soll diese Musik, hä? Ich weiß gar nicht, warum ich heute so oft hä sage. Hä? Hä? Ich weiß es nicht. Okay, das hat sie bloß noch mehr aufgeregt. Scheiße. Um ganz sicher zu gehen, ballern wir dir die Birne weg. Ich muss auf meine Munition achten, so langsam wird's echt eng. Kommen wir jetzt hier durch? Huh! Was ist das denn für ein leckerer... Oh, scheiße. Okay, was ist das? Aha. Aha. Daneben geschossen, aber richtig hart. Lauf doch mal davon! Lauf mit O. Was macht man mit dem? Was ist das für ein Zeitgenosse? Der ist nicht cool, Mann. Der blutet aber wie Sau. Bist du jetzt da reingelaufen? Was ist das denn jetzt? Muss ich dich bekämpfen? Kann ich nicht einfach davonlaufen und meinen Spaß haben? Warte mal kurz. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Voll daneben geschossen, oder? Hat gesessen, hä? Bitch. Tschüssi. Oh, das tut mir leid. Voll daneben, scheiße. Kann man den einfrieren? Das wäre natürlich super. Nee. Doch. Stirb doch! Na, okay, du hast einen härteren Schlag als ich. Ist in Ordnung. Das sehe ich ein. Ist in Ordnung. Blenden. Wird nichts bringen. Blitz. Ich weiß ja nicht. Huhuhuhuhu. Bist jetzt tot? Dieser Pfeil war nicht... umsonst dort. Als ob ich es gewusst hätte, weißt du? Gut, lass uns mal schauen. Wir haben nicht mehr so viel Munition, nicht mehr so viel Leben, nicht mehr so viel von irgendwas. Zurück zum Scharfschützengewehr, ne? Bestens, bestens, bestens. Drei Schuss. Komm, wir jagen uns eine Spritze rein und dann
werden wir diesen Hebel umlegen und dann können wir weiter. Hoffentlich. Ja. Ja, das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Geh hoch jetzt. Schnell! Was sollte das jetzt? Was ist das für eine Vorrichtung bitte, hä? Macht keinen Sinn. Okay. Wo sind die Leute? Scheiße, Mann. Okay. Gut gemacht. Gut gemacht. Super. Kühlt euch mal ein bisschen ab. Gehen die zurück? Da hinten ist was zum Einsammeln. Ich brauche das jetzt. Ich habe das dringend nötig. Diese Musik, die ist so schön. Hilft mir, mich zu entspannen, so ein bisschen. Kann man nicht anders sagen. Hochklettern. Gut, wo sind wir jetzt? Hm? Was geht hier vor sich? Wir sind hier oben, okay. Das ist in Ordnung, können wir den mitnehmen? Bestens. Hm. Gut, wir haben erst 10 Minuten gespielt. Das ist ja wirklich ein Witz. Es kommt mir vor wie ein Jahr. Scheiße. So, weg damit. Munition und Gehirnmasse. Ich bin so dankbar für diesen Tag. Ja, wirklich. Was gibt's hier? Außer belastende Sounds im Dunkeln. Ich kann nicht nach unten gucken. Ich will nach unten gucken. Weißt du, er läuft dort mindestens 5 Stunden am Stück durch die Gänge und fragt sich nun, was ist das für ein Ort? Nun, vorher war ich ein bisschen bekifft. Kartenfragment 19. Jetzt realisiere ich, dass ich irgendwie in der Klemme stecke. Untersuchen. Kontrollpunkt. Hier gibt es eine Spritze. Bestens. Bestens sage ich heute auch ziemlich oft, ich weiß. Ich wiederhole mich. Aber nur weil es so aufregend ist und ich nicht schweigen will die ganze Zeit vor Aufregung und Anspannung. Komm schon. Deine Maske kannst du behalten. Kommt da noch jemand? Nein. Nee. Oh, nee, 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 nee. Da brüll ich ins Mikrofon. Weil ich nicht glauben kann. Okay, warte mal, ich muss hier vorbei. Danke dafür. Warte mal, ich muss hier vorbei. Ich muss hier vorbei. Was haben wir denn hier? Das hätte ich mir sparen können. Das hätte ich für die Großen aufbewahren können. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine, du? Hm? Munition und ein Typ, der mich hauen will. Noch so jemand hier daneben. Das freut mich jetzt aber nicht so doll. Was gibt's hier? Warte mal, da war noch so ein Ding. Du hast mich getroffen, oder was? Fühlst du dich jetzt wohl? Hm? Ich hoffe. Komm schon. Okay, zwei von denen sind wirklich mal einer zu viel. Moment, wie machen wir das? Wir werfen mal ein paar Granaten, denn wir haben ja 3 Stück. Explodiert! Tut weh, ja? Nicht so viel davon, bitte. Wir haben ja nicht ewig Zeit, beziehungsweise... Ja, bleib stehen. Ganz genüsslich. Ramm dir dieser Scheiße in den Oberarm, Unterarm, wo auch immer. Gut, warte mal. Ich glaube, einer von denen ist schon tot. Das wird noch ein richtig großes Problem hier für dich. Fuck, das war scheiße. Gut. Alles gar kein Problem.
doch ist schon ein großes Problem, muss man sagen. Hallöchen. Stirb! Ja, stirb! Genau das wollte ich sagen. Nummer 1 ist tot, Nummer 2 wird auf dem Fuß folgen. Und zwar, wenn ich ihm ein paar Pfeile in den Arsch ramme. Die ich daneben schießen kann, obwohl er gelähmt ist, also... Ich bin schon der Beste, also ich bin der Beste von allen. Mit Abstand. Das war natürlich blöd jetzt für dich. Warum? Wow, das ist nicht cool. Das ist nicht cool, Mann. Wo bin ich denn hier? Lass mich in Frieden, Bursche! Okay, ich sehe schon, meine ganzen Ressourcen werden jetzt hier drauf gehen. Wegen diesen zwei Pennern. Fuck, ich habe keine Spritze mehr. Gut. Immerhin das jetzt, immerhin das. Gibt's jetzt reichlich? Hm? 3000 ist ja wohl ein Witz. War das jetzt so eine Art Bossfight? Ich bin mir nicht sicher. Und wieso kann man die nicht hier reinschubsen? Also, wieso konnte man die nicht? Der war doch schon drin eigentlich. Aber nein! Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist Einbildung gewesen. Munition. Okay. Noch mehr davon irgendwo, bitte. Ich hab's dringend nötig, Freunde. Verschwinden wir von hier? Ich drück gar nicht, eh. Ich drück die Maus. Ich verarsch das Spiel. Die Maus kann ich nämlich schneller drücken als eh. Hört man's? 17 Minuten. Jetzt könnte mal ein ein Speicherpunkt kommen. Da wäre ich arg dankbar für. Okay. Und sowas, das ich nicht brauche. Das ist also, das ist nichts für mich. Legen wir den Hebel um und hoffen, dass das Ding jetzt ausgeht. Gut gemacht. Ja. Geht's jetzt wieder runter oder ist es einfach nur... Ich trau dem Ganzen nicht. Und da werden wir. Super. Super. Tür auf. Diese Hebel. Ein langer Gang. Ich will mich gar nicht umschauen. Ich hoffe, ich komme jetzt irgendwo hin. Irgendwo, wo diese Musik aufhört und sie hört auf. Oh, nee. Also, nee. Krasser Lag. Es tut mir ein bisschen leid. Es tut mir ein bisschen leid. Wo kommen wir hier hin, hä? Nee, nicht schon wieder so ein Vieh. Ach, Schmarrn. Ja, Schmarrn. Ich hab Schmarrn gesagt. Liegt hier irgendwas rum? Danke. Dann muss ich nicht ausweichen. Ist schon toll. Luxus. Ein Abspielgerät, das hören wir uns noch schnell an. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall. Durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. In der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenken, mich verschwunden. Dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. Gut, Laura ist die Schwester, wir wissen Bescheid und ich bin diesmal nicht einmal gestorben. Hm? Toll, gut und ich mache jetzt auch einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.